Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr aus euren Stoffresten ein solches kleines süßes Dinkelkissen nähen könnt. Das ist super als Handwärmer zu benutzen. Einfach in der Mikrowelle 1 bis 2 Minuten erwärmen und schon könnt ihr das in der Jackentasche einfach mitnehmen nach draußen in den kalten Winter. Ich benutze es auch ganz gerne im Winter zum Bett vorwärmen von den Kindern. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Ja, zur Stoffauswahl. Ich würde euch auf jeden Fall einen Baumwollstoff empfehlen, weil der natürlich hitzebeständiger ist als ein Stoff, der Polyester enthält. Und demnach könnt ihr auch bei so ganz kleinen Projekten wie diesen Handwärmern super gut eure Stoffrestekiste ein bisschen verkleinern und euch da die entsprechenden Baumwollstoffe raussuchen, die ihr gern für das Projekt hättet. Ich schneide mir das gerne vorab immer auf einem weißen Blatt Papier aus, um einfach zu schauen, ob mir die Form so gefällt und übertrage dann das Ganze auf meinen Stoff. Und weil ich jetzt die Farbkombi ganz süß finde, habe ich mir gedacht, mache ich auf die eine Seite noch eine kleine Applikation drauf. Dazu habe ich mir einfach noch mal ein kleineres Herz ausgeschnitten und mache das hier mit einem Zickzackstich einmal vorne drauf. Dann habe ich mir jetzt hier einfach mal dieses kleine Herz mit Zickzackstich drauf appliziert und wir legen uns die Teile rechts auf rechts zusammen und nähen das jetzt mit einem Geradstich einmal außenrum. Und wir lassen eine Wendeöffnung, damit dann später der Dinkel eingefüllt werden kann. Ja, das schaut dann so aus. Jetzt können wir uns das Herz einmal durchwenden. Ich möchte auch noch erwähnen, dass ich für die meisten bzw. fast alle meiner Nähprojekte Baumwollnähgarn verwende, einfach um Plastik zu sparen. Und in dem Fall hat es eben auch noch den Sinn, dass das Baumwollnähgarn hitzebeständiger ist. Dann habe ich mir das einmal durchgewendet und hier durch die Öffnung fülle ich das Ganze mit meinem, in meinem Fall, ein Bio-Dinkel auf. Ich habe jetzt hier meinen Dinkel eingefüllt und kann das Ganze entweder mit einem Geradstich, also hier die Kanten nach innen klappen und knappkantig mit einem Geradstich einmal außen rumfahren. Ich möchte es mit einem Matratzenstich schließen, also mit einer unsichtbaren Naht hier in den Kanten drinnen. Also ich schließe das Ganze von Hand. Aber je nach Können könnt ihr das natürlich selber für euch entscheiden, wie ihr das schließen möchtet. Und schon ist euer kleines Dinkelkissen fertig und bereit zum Verschenken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!